nicht zwar steht, dass ich immer am Donnerstag streame und die meisten deswegen nur am Donnerstag reinschauen, nehme ich an, dass heute weniger dabei sein werden, aber ich streame trotzdem. Ja, vor allem Und schaue mir alle, die dann von mir an. dabei sind, sind heute bei der Matura-Feier noch. Ah ja, genau. Ja. Arg. Und danach sind sie auch nicht Die zurechnungsfähig. grüße ich jetzt auch alle. Diese Genau. elenden Würmer, die jetzt endlich aus der Schule draußen sind. Haben sie es alle geschafft? Die bei mir angetreten sind, schon, Die ja. drin waren? Ja. Übrigens, wie ist unser Plan, den Trail vor dem Selbstmord zu bewahren? Ich Ja, stehe mit gute drei Frage. Lebenspunkten hinter Karten ihm. abwerfen. Ich habe keine Ahnung, was ich da Jemand, gespielt habe der von den überhaupt. weiteren Postdämonen, die da alle kommen, den Fokus auf sich zieht und von der Trail weg. Ah, ich habe einen Heilspruch dort liegen. Dann kommst du aber hoffentlich früh dran. Das war's ja nicht. Vor der Trail sollte ich drankommen, glaube ich, oder? Karte und welche Karte nehme ich noch? Naja, sonst ja, Karten abwerfen ist auch eine Option. Die Karte nehme ich noch und dann schauen wir, was passiert. Okay, also ich bin dann soweit. Ja, dann bin mal um. Na warte, der René hat sich's doch anders überlegt, Nein, ich offensichtlich. wollte mir nur meine Karten nochmal anschauen, die ich da hingelegt habe. Ich glaube, die war eigentlich eine blöde Karte, dass ich die ins Deck genommen habe, aber ist wurscht. Sie ist einfach cool. Ja, ich bin fertig. Drehen wir Na um. dann. Okay, schauen wir mal. Ich habe 19. Ich habe 66. Was haben wir noch? 27, 38. Ich decke mal alle Monster auf. So. Mach mal. Frostdämon 18. Da kommt jemand früh dran. Lurker 61. Alter, schon wieder. Wieder die zwei. Was? Alle, wir hatten da im Scherz gemeint, die Winddämonen werden nie kommen. Ich. So, ein Frostdämon kommt Ja, dran. das wird heftig. Nummer 5. Mit 7 Leben. Und ein Lurker. Was dürfen wir uns jetzt ein Feld aussuchen, wo der hinkommt? Wo wollen wir ihn hinstellen? Da oder da? Naja, diskutieren es doch drüber. Da. Da oder da? Ist mir egal. Puh, aber es stimmt, die Dings stirbt jetzt wahrscheinlich. Naja, wir dürfen Karten opfern, um sie zu retten. So, na warte, jetzt gibt es mal eine Sache. Der Lurker schmeißt uns alle um ein Feld zurück. Wir haben gesagt, wir machen es nach Initiative. Das heißt, Oh, wirklich? Das ich ist hart. zuerst. Ja. Das heißt, nein, mein Summon zuerst. Der kann nur daher. Dann mich. Ich kann nur daher. Ich gehe dann darauf, oder? Oder gehe ich da Bingo. weg? Nein, du kannst. Du kannst auf Nein, beide du musst gehen, von nehme ich an, neuem. oder? Nein, er muss auf die. Also, Blödsinn. Du musst von dem hier weg. Also auf Achso, ist der das Feld und auf entstanden? das Naja, Feld. stimmt. Ja, Er ist der ist jetzt neu noch entstanden. ein. Ich Aber er bin hier ist da gestanden. gestanden, Hartmann. Ach so, du bist da gestanden, daher oder daher. Oh je, das wollte ich nicht, aber gut. So, den René, da gibt es nur ein Feld, glaube ich. Die Trail auch nur ein Feld. Und wir bewegen uns alle wieder um ein Feld langsamer. Ich werde noch herumgeschubst auf die Münze, oder? Nein, die ist nämlich gleich weit weg. Ich glaube, du wirst dahin geschubst. Gibt's das Feld Das ist der überhaupt? einzige Feld. Hab's befürchtet. Ja. Auf das daneben, hier liegt zum Beispiel eine Münze, das schaut genauso aus. Okay. Du hast nicht ganz Ja, aber unrecht. wer hat groß was geplant? Warte mal, was macht denn der Frostdämon? Ha! Er greift nicht an. Das ist sehr sympathisch. Das ist wirklich Ein nett. Lurker greift fest an. Also die Lurker. Ja? Macht irgendjemand, haben wir Naja, Feuerenergie? Move 0, Ist Attack minus 1. ja. Nein, leider kein Feuer, aber Gott sei Dank verwendet er kein Eis. Warte mal, der Frostdämon schildert sich und bewegt sich. Und zwar ist. Warte mal, wer ist denn das Fokus? Der 1er hat die Trailer als Fokus. Der geht ein Feld vor und geht hierher. Und der andere. Warte mal, 1, 2, der braucht drei Felder zur Trail hin. Wieso drei? Drei Felder.
Wenn er auf dem Platz wäre, wo der Frostdämon wäre, hat er nur zwei Felder zu trailen. Ja, dann hat er aber mehr als drei, also dann hat er aber mehr als drei Felder, weil da muss er ja auch rund um Atom rennen, dann sind es vier Felder. Seinen Verbündeten darf er durch. Nein, er muss nicht runter, er kann gerade runterlaufen, sind drei Felder daher. Okay, ja. Aber warte mal, er fokussiert trotzdem die Trail, weil es in Luftlinie. Nein, das ist vielleicht die Mitte. Nein, drei Felder, ja, aber meine Initiative ist höher. Und da kommt er her. Ah, schade. Warte mal. Nein, deine Initiative ist niedriger als die von der Trail. Als die Trail. Trail hat ja 50 Initiative. 50, ja. Nein. Er fokussiert Oh ja, stimmt. Ja, genau. Trail hat 50 und ihr seid beide drei Bewegungspunkte weg und drei Felder Looplinie weg. Stimmt. Also ist euer Fokus der Tiebreaker und damit geht er zu dir. Wie viel bewegt er sich? Mit 3 plus 1, 4 bis zu 4 Felder. Das heißt, er geht auf die Stiege zu dir hin. So. Ich glaube, die Frostdämonen sind fertig. Nicht vergessen, sie haben Schild 2. Feuer gibt es keines. Wenn es Feuer gäbe, würden sie einen Schaden erleiden. Dann bin ich als nächster dran. Nein, zuerst ist mein Summon dran. Der fokussiert den Lurker 4 und geht hierher. Momentan schluckt er auch von den Lurkern dann die ganzen Angriffe. Ah, das ist blöd, dass diese Lurker nicht mehr zusammenstehen. Ich lege mal Potent Potables aus. Und dann kann ich nicht wirklich was Sinnvolles mit Net Shooter machen. Ich hätte mich ja gerne auf die Stiege drauf bewegt, aber nachdem eh niemals ein Winddämon kommen wird, ist nicht wirklich notwendig. Aber ich bleib da stehen, wo ich bin. Mein Zug ist fertig, der macht sonst nichts. Dann bin ich dran. Mhm. Ich wollte eigentlich fest draufhauen, aber mit zwei Angriffen. Aber zum Glück bin ich variabel. Ich mache jetzt auf den Schwächeren einen Attack 3. Ein Fernkampfangriff. Genau. Die obere Hälfte von Spear Dagger nutzt du. Genau. Und wenn auf ich Glück habe, habe ich. Ist und vier Schaden schon hat. Genau. Das sind zu viele Karten. So. Geh das weg. Da kommt eine Münze hin, nehme ich mal an. Nein, nimmst du sofort schon. Okay, keine Münzen, die entstehen alle. Aber ich kriege einen Erfahrungspunkt. So. Mhm. Und als nächstes kann ich jetzt eh nicht viel machen. Ich gehe einfach auf. Ich helfe mal mit dem Grell da. Ja, aber. Aber? Warum zwei Felder? Du verlierst die Karte und nutzt zwei Felder? Nein. Ich bewege mich. Er bewegt sich einfach mit zwei Felder. Nein, normal darf sich nur ein Feld bewegen, weil der Frostdämon Ach so. Bewegungsmoments reduziert. Das habe ich vergessen. Ich habe gedacht, du nutzt jetzt Trample, die untere Hälfte, um zwei Felder nicht zu bewegen. Na, dann würde ich weitergehen, aber das wäre ein Blödsinn, wenn der Karte dafür wegkommt. Ja, die wirst du noch brauchen, um zu drehen, damit zu retten. Ja, sicher. Okay, dann ist der Michi dran. Oder? Ja. Kannst du mir doch mal sagen, was die machen? Also der Frostdämon macht, dass man langsamer ist. Der Lurker macht, dass man weggestoßen wird. Und was macht der Winddämon? Macht uns zum einen schneller. Jeden Movement befehlt. Ah ja, okay. Und gerade den kriegen wir nie. Gut. Das sind ein paar lustige Sachen. Gut, so ich... Mit dem Earthenclaw kannst du. Wie viel Leben hat der noch? 7, gell? Immobilisen. Ja, aber welch. Oder, Hartner, was meinst du, wenn ich zu. Naja, er kann das obere von Earthenclaw. Ich höre dich nicht darin, Erik. Ich überlege gerade, er greift den Dings an, zusammen. Was meinst du, wenn ich hingehe zu ihm? Dann kann ich nächstes Mal wieder besser draufhauen. Könntest du, wenn du noch dran wärst. Okay. Ich meine von mir aus, mir ist wurscht. Ja, stell dich hin, geht schon.
Ich glaube, es ist besser, wenn ich bei ihm stehen bleibe. Okay. Ich glaube, der René und der Michi kümmern sich schon um die Frostdämonen. Ja, so mehr schlecht als recht. Wenn ich den angreife, bekomme ich keinen Disadvantage, oder? Genau, und vor allem kein Retaliate. Wenn du den neben dir angreifst, kriegst du Retaliate von ihm. Ja, ja, na, den greife ich, wenn müsste ich mich auf dem Feld wegbewegen. Nur, der hat Schild 2. Du hast Reichweite 5, willst nicht lieber einen Lurker angreifen? Was denn? Raus, gut, ich bewege mich mit Crossing Strike mit der unteren Hälfte und ein Feld nach links. Am besten wäre es, wenn die zusammengeschoben werden würden. Da hat man, ich mach's okay. Und okay. Ich mach den, greif den Lurker 4 an mit Earthen Claw. Ja? Und verwende auch Naturenergie dafür. Okay, ich ziehe eine Karte. Plus 1, 2 Schaden. Ja, ich. Cool. Dann haben wir 6 Leben. Ja. Ich bekomme eine Erfahrung. Er ist immobilisiert. Yay. Warte mal, welche Energie haben wir denn gerade? So. Ein Zug ist vorbei. Okay. Naturenergie ist weg. Ja, habe ich schon gemacht. Dann ist jetzt die Drail dran mit 50. Mhm. Steht neben einem Frostdämon und haut auf ihn drauf. Haut auf ihn drauf, ja. Ja. Ziehen wir mal für sie, oder? Das ist jetzt Angriff 3. Soll ich ziehen? Ja, mach mal. Okay. Plus 1. Okay. 4 weniger 2 Schild, die er hat, weil er die Karte hat. Der verliert 2 und sie verliert auch 2 durch sein Retaliate. Au. Sie geht runter auf einen Lebenspunkt. Wer von euch kann sie heilen? Also ich habe einen Heal 6. Er heilert ja irgendwo am anderen Ende des Schiffs. Ich habe einen Heal 6 hier. Seht ihr das eigentlich? Nein, weil deine Hand drüber ist. Oh, du hast den Heal 6 hier. Wow, Sachen gibt's. Ja, so bin ich. Ich bin total selbstlos. Ganz ich teile diese idiotische Teil jetzt. Was? Du wirst doch keine Karte losten, oder? Ja, doch, ist ja wurscht. Ich glaube, du bist dran. Nee. Du kannst den stunnen übrigens. Nein, du bist nicht dran, der Lurker ist dran. Der Lurker ist vorher dran. Ja, dann mach den Lurker. Du kannst ihn nachher stunnen. Ja, tu ich eh. Der greift jetzt den Ande und den... Ich glaube, du bist doch nicht hingegangen, André. Weil wir haben übersehen, dass er zwei Leute angreifen kann. Er hat zwei Targets. Aber ich habe doch gesagt, dass ich daher gegangen bin. Ach Gott. Ja. Okay, jetzt schaut der Lurker, ob er hingehen kann, dass er mich und meinen Dingsbus gleichzeitig angreift. Dafür braucht er Bewegung 3. Also er hat mit Bewegung 1. Und da kommt er nirgends hin, um zwei Leute anzugreifen, das heißt, dann bleibt er stehen und greift mir meinen Decoy an. Er hat Bewegung 3 und kommt minus 1. Er hat Bewegung 2, aber mit 2 geht es sich auch nicht aus. Wieso hat er Er hat noch immer Bewegung 3, ne? Er ist ein normaler. Er ist ein normaler Lurker. Level 2? Der hat er hat 3 Bewegungen, das stimmt. Minus 1 hat seine Karte, aber minus 1 hat seine Karte. Und also 2. Und der Frostdämon hast auch minus 1, oder? Oder gilt das nicht für ihn? Der Frostdämon hat seine eigene Karte, auf der ist plus 1. Nein. Nein, aber durch den Frostdämon kriegt er minus 1. Nein. Die Frostdämonen bremsen nur uns, nicht andere. Okay. Weißt du das oder ratest du das? Was sagst du, Ande? Weißt du das oder ratest du das? Nein, der René hat es letztens vorgelesen. Okay. Kann die Passage noch Dann hat er Movement 2. Ja, das heißt, er bleibt stehen, weil er kann nicht zwei von uns erreichen. Außerdem ist er immobilized, oder? Ja. Der Lurker ist immobilized. Oh, das habe ich übersehen. Ja, okay. Aber er bewegt sich mal nicht, sondern greift jetzt meinen Decoy an. Jetzt haben wir den Angriff. 2 plus 1 ist 3. So. 3 minus 1, 2 Schaden für meinen armen Decoy. Oh je. Ist getan. Dann stirbt er. 6 auf 4 Leben geht er runter. Mann, schon deinen Decoy. Und damit ist der Lurker fertig und jetzt darf der René. Hurra. Wie viele Lebenspunkte hat die Dreidel?
eigentlich. Nein, maximal insgesamt. 10. Maximal 10 oder heile ich sie schon mit 6 Punkten, oder? Was sagt sie hier? Ich halte das für eine super Idee. Ja, dann heile ich sie mal. Loste diese Karte, gib sie ihr bitte 6 Lebenspunkte zurück. Du kriegst diese Karte eh wieder. Vielleicht irgendwann einmal. Ja, und dann nutze ich das Cold Fire und greife den Frostdämon 1 an. Da wir Eisenergie haben, ist er stunned dadurch, durch den Angriff. Ein bisschen blöd, dass sie nicht nebeneinander stehen. Wäre irgendwie schöner gewesen, wenn er auf die 3 losgegangen wäre, der zweite. Ja. Naja, gut, kann man nichts machen. Dann würdest du sie jetzt nicht mehr heilen, aber dann wäre sie tot. Ja. Allerdings macht er nur einen Schaden von 1. Und das heißt wirklich viel Schaden, wenn wir nicht machen. Jetzt eine mal 2 Karte ist besonders lustig. Mhm. Ah, falsch. Verdammt, bitte, dumme Karte. Könnten wir bitte nur eine nehmen? Wie geht dir eine? Was? Gleich mit dem Klicken ziehen, nicht klicken. Habe ich eh gemacht. Naja, super. Ich mache 0 Schaden, aber er ist stunned. Was heißt stunned? Dass er nichts machen kann nächste Runde? Ist, überhaupt nichts machen kann. Na, finde ich gut. Das ist sehr gut. Die Trail dankt dir, wenn sie erkennen würde, wie sehr du ihr damit hilfst. Immerhin, irgendjemand hilft dir. Du hast dir gerade doppelt geholfen. Ja. Der wahnwitzigen Frau. Das ist ja unglaublich. Aber immerhin hat sie ihn geschadet schon. Also sie hat den Frostdämonen immerhin Schaden gemacht. Man kann sagen, sie ist ein bisschen wahnwitzig, aber... Aber es ist auch gemein, dass die gerade die mit Retaliate neben ihr sind. Ja. Michi, wie wach bist du? Ich bin eh da. Ich weiß nicht, je leiser einer ist, desto... Ich zieh mal das auf Runde 4. Weil Runde 3 ist irgendwie fertig, glaube ich. Müssen wir irgendwas mischen? Macht sie nächste Runde Feuerenergie in irgendeiner Form? Nein, nur wenn ich irgendeine Karte ziehe. Das wär schön, weil dann würde ich eine Wunde zufügen. Ja, wobei jetzt sind eh noch die einfachen Monster, die schwierigen kommen erst ab Runde. Ja, das ist das Schlimmste, dass das die einfachen sind. Kommen insgesamt 24 Monster und ich habe jetzt schon keine Karten mehr. Ich glaube, es ist gut, wenn man es planen kann, dass man in Runde 5 oder 6 eine Longrest macht. Übrigens, Hartmann, wir werden dich brauchen, gell? Ich würde sagen, wir sollten uns hier alle zusammenziehen, dass die Ding-Trial vorbeiziehen kann. Mal bei denen. Nicht vorbeiziehen. Die wird einfach immer auf den nächsten. Die wird auf den Frostdämonen losgehen, einfach und aus. Wieso sollte die vorbeiziehen? Der steht direkt vor ihr. Die überschätzen sich ein bisschen, oder? Ein bisschen, ja. Immer noch. Nur wir ganz wenig. Frostdämonen killen. Ja, das wäre gut, aber das ist gar nicht so einfach, die zu killen mit dem Schild. Ich habe nur noch Heilkarten hier auf der Hand und der Party bei mir kriegt keinen Schaden. Weil der Michi irgendwas daher geredet hat, dass keine Winddämonen erscheinen auch keine. Das passt schon, vielleicht kommen sie irgendwann einmal. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Zwei Karten. Danke für den Tipp. Du hast nur 6 Karten auf der Hand. Nicht schlecht. Ach, ich bin so dämlich. Muss ich das dazu sagen, wenn ich Crackling Air verwende eigentlich? Oder wird das automatisch? Nein, das ist obligatorisch. Ach. Also wir geben noch 2 Schaden dazu. Du rückst um 1 weiter. Mhm. Wie viel Schaden hast du gemacht? Einen oder 0. Naja, du hast dein Schild abgezogen, aber... Nein, ich habe 0, ich habe minus 1 gezogen. Du hattest Angriff 1, minus 1 ist 0, plus 2 ist 2 und er hat ein Schild. Ja. Also plus 1, nee, nur plus 1. Nee. Nein, plus 1 Crackling Air ist nur plus 1. Ja. Außer er hat Windenergie. Ja, aber du hattest Windenergie.
Ja, plus 2. Nein. Das war. Oh ja, das war Windenergie. Du hast ich, was redet ihr? Crackling Air bringt 2 Punkte, ja, aber das Problem ist, mit Cold Fire mache ich nur einen Punkt Schaden. Ich habe plus 1, minus 1 und er hat ein Schild 2, oder? Ja, es ist genau 0. Es ist genau 0. Nein. Aber einen Erfahrungspunkt schreibt er gut. Du hat er ein Schild 2? Ja, ich habe einen Erfahrungspunkt gekriegt. Angriff 1, du hast plus 2 dazu durch die Karte, ist 3. Dann hast du minus 1 gesungen, ist 2 und 2 Schild hat er. Das war ziemlich sinnloser Zug, aber naja, immerhin ist er stunned. Es gibt Schlimmeres. Na super. Ja. Ich muss noch meine zweite Karte überlegen. Oder andere Böse. Das ist angenehmer beim Spellweaver, da braucht man wenig mit Karten überlegen. Es gibt nämlich keine. Ja. Übrigens, der Andi liegt schon. Ah, der Michi liegt noch nicht. Schläfst du, weil du liegst? Ich bin in Gemüt. Irgendwann mal sollte jetzt dann meine Tochter heimkommen. Die hat sich heute Deadpool angeschaut mit Freundinnen. Okay. Es könnte sein, dass es nachher laut wird, weil irgendwelche gutenden Mädels nach Hause kommen. Die kommt mit Freundinnen nach Hause? Ja, ja, die Krisi wird bei uns übernachten und ich nehme an, die Duffy auch. Das heißt, ich weiß es nicht, vielleicht hört man es eh nicht. Okay, ich glaube, wir haben alle. Weißt du was? Ich habe eine Einhorn-Tasse geschenkt gekriegt von meinen Schülern. Es ist so super, ich liebe meine Schüler. Okay, ziehe den Postdämon. 56. 41 Lurker. Gute Chancen, dass ein Winddämon entsteht. Nein! Nein. Nicht schlecht, kein nicht schlecht. Winddämon. Das hast du gut gemacht. Kein Winddämon. Hat sich reingequetscht. Es ist so. Cool. Siebte Runde. Gott. Okay, ein Lurker kommt auf D. Ich werde weggepusht. Ja, warte ich dir du. Frostdämon da. Ich glaube, wir sind uns eh nicht wirklich im Weg beim. Ja, langsam werden diese Frostdämonen ein bisschen unangenehm. Also, ich finde den Lurker nerviger, muss ich sagen. Wir haben zwei Ziele, ja. Boah, die sind stark, die Frostdämonen. Warte, Michi, du wirst auch gepusht. Erneut. Und die Drell und René werden da irgendwie in die Ecke reingeschoben. Oh Gott, der macht ein Rezini Nummer 3, Nummer 6. Es wäre jetzt geschickt gewesen, dass du früh anfängst, lieber Spellweaver, gell? Weil dann hättest du den Schaden von. Ach so, das stimmt, ja. Hast du den Schaden fressen können, nicht weil. Ja, ich hätte die ja, vertauschen der sollen. René auch, kann auch nicht. Er hat ein Schild, oder? Ja, ich habe zweimal kriege ich keinen Schaden. Das wäre klug gewesen, das stimmt. Das hätte ich vertauschen sollen. Leute, wir sind erst in der weißt du, warum ich das so gelegt habe? Weil ich zuerst mir gedacht habe, vielleicht baut irgendjemand von euch Feuermagie. Deswegen wollte ich spät dran sein. Ich habe aber, nachdem ihr gesagt habt, ihr habt keine Feuermagie, habe ich dann vergessen, es umzutauschen. Ich habe extra zwei Tage jetzt angeklickt, potenzielle, damit ich zweimal Karten ziehen kann, vielleicht. Aber obwohl, es wird. Jetzt schauen wir mal, ob sich das überhaupt ausgeht. Na gut. Hammer. Okay, wir bewegen uns wieder um eins langsamer. Na gut, Michi fängt an. Was machen die Viecher überhaupt in dieser Runde? Der Frostdämon macht Standardbewegung und Standardangriff. Und der Lurker. Der verwundert. War die Lurker verwundet? Es sind zwei Lurker, die verwunden jetzt. Oh, ist das brutal. Dann haben wir Decoy. Mhm. Dein Decoy wird gelöchert quasi. Ja, der wird jetzt sterben, fürchte ich. Ich bin dran, gell? Ja. Das sind komplizierte Karten. Ich nehme Unstable Upheaval, den untere Hälfte. Ich bewege mich im Zweifel ein Feld zurück. Wenn ich Forceful Storm und greife damit den Frost Demon 5 an. Ich feuere dann auch Windenergie und ich disarm. Ja. Den Frost Demon 5, also der bei dir steht.
Ah, die stehen so deppert, diese blöden Frostdämonen. So, minus 1 Angriff, das. Ich hab 2 Schaden, er hat 2 Schild, somit mache ich keinen Schaden, aber er ist die Sam. Sag mal, wenn ein. So machst du keinen Schaden. Minus 1 und er hat 2 Schild? Nein, nein, die 2 Schild waren nur letzte Runde, weil es auf der Karte drauf stand. Ah ja, stimmt. Da mache ich 2 Schaden. 2 Schaden, ja. Er geht runter ja. Von 7 auf 5. Und du verlierst die Karte und kriegst eine Erfahrung. Na, da machst du Windenergie. Schaut ja nichts, ja, wohl muss ich einen Rest und machen. Windenergie, ja. Und der andere ist von 20. Sag mal, wenn dieser Frostdämon 1 gestunt ist, macht er dann ein Retaliate? Ja. Oh. Na, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich schau mal in die Regeln. Naja, ich würde es verstehen. Ich friere mir eine Hand ab, wenn ich ihn habe. Das kann durchaus sein, dass man das so verstehen kann. Ja, wahrscheinlich. Egal. Ich spiele also aus. Ich verwende Doom. Ich verwende noch meine Miner Stamina Potion. Ja. Mit 2 Karten zu. Ja. Also ich spiele auf jeden Fall aus Wall of Doom, die untere Hälfte. Wo ich plus eine Attack bekomme zu all meinen Attacken. Und dann bewege ich mich hin und hau mit Stärke 3 quasi drauf. Mhm. Das ist zwar ziemlich unsinnig, aber gut. Macht auch unsinnige Sachen. Und der Hartmann schaut noch nach, ob ich einen Angriff bekomme vom Retaliate. Obwohl er gestunt ist. Retaliate steht nicht, jetzt schauen wir mal, ob ich beim Stunt was finde. Oh Gott. Du hast das. Ja, ja. Warte alles mal. Umgedreht. Die Karte muss es sein. Ja. So. Genau. Also plus 1 sind 4 Schaden, oder? 4 Schaden mache ich ihm. Das ist die Nummer 1. Als Stunt darf man keine Abilities, Items. Also keine Abilities und Items nutzen. Und Retaliate ist eigentlich keine Ability. Und ich bekomme dann quasi 2 Schaden von dem Retaliate. Ist schade, ein Leben hat er noch. Wenn er das nicht hätte, hätte ich keinen Schaden bekommen. Ja. Ja. Ist so. Okay. Du bist fertig? Ja. Ich werde vielleicht auch jetzt mein Mind of Stamina Potion verwenden. 34 habe ich. Ich glaube, ich bin dran. Nein, zuerst ist mein Decoy dran. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich darf mich nämlich nicht so hinbewegen, dass die mich auch angreifen, die Lurker. Die nämlich keine Wunden kriegen. Die bewegen sich 3 Felder, bis zu 3 Felder. Du gehst einfach in den Raum rein, dann bist du sicher. Naja, ich habe einen Fernkampfangriff auf Reichweite 3, den würde ich wirklich gern nutzen. Mein blöder Decoy. Aber du kannst eh stehen bleiben, wo du bist. Aber da erreichst du es nicht. Nein, weil dann. Ich glaube, es geht sich genau nicht aus. Aber ich kann mich eh nur ein Feld bewegen. Ja, also recht dorthin gegangen hat, ne? Muss mir meine Karten kurz. Ah, du kannst dich doch bewegen, bitte? Hoffe ich, oder? Nein, ja, nur immerhin. Ein Feld. Mhm. Das Problem ist, er kann nur einen angreifen von den anderen, von den Lurkern. Wenn er sich ein Feld bewegt. Selbst wenn irgendeiner von denen kommt dann daher, wenn ich mich da bewege, geht einer daher und greift mich mit an. Und ich will sicher nicht eine Wunde kassieren. Aber, was ich machen werde, ist, ich werde jetzt meinen Decoy heilen. Ich werde, genau.
Heimer ein Decoy mit der oberen Hälfte von Ray Invigorating Elixir, was zwar eine Verschwendung ist, nämlich eine Verschwendung von einer Anwendung von Potent Potables, aber was soll's. Der Decoy ist wieder auf 6, damit überlebt er vielleicht diese Runde. Und jetzt kann ich mir noch ein Feld bewegen, wenn ich will, und ich... Und du willst nicht. Nein, ich will nicht. Ich stehe da auf der Stiege sehr gut. Mhm. Also wieder mal ein Zug, in dem ich praktisch nichts gemacht habe, ist abgeschlossen. Und... Nein, wir müssen ja nur 12 Runden überleben. Wenn die einfach nur rumstehen und eh nichts tun, dann passt das schon. Ja, es werden irgendwie immer mehr Monster. Das ist ein bisschen... Ich weiß, das ist aber das Problem. Ja, aber die AOE-Angriffe heben uns eh auf. Die Lurker sind dran. Wenn sie könnten, würden sie sich jetzt mit Eisenergie verstärken, aber das hat der René ihnen leider weggenommen. Oh je. Ja, das wäre eh schon weg. Ja. Sie bewegen sich normal und greifen dann mit minus 1 an und fügen Wunden zu. Also aber, ja, nur den Sammeln. Bewegen sich drei Felder, bis zu drei Felder, und schauen, ob sie mehrere Leute dabei erwischen. Aber das tun sie nicht, glaube ich. Ja, das sollten sie erreichen. Das sollten sie natürlich nicht. Ja, aber der Dings, der Decoy ist ja direkt neben ihnen. Ja, nein, aber wenn sie könnten, würden sie zwei Leute angreifen, und da würden sie sich auch drei Felder bewegen dafür. Okay. Zum Beispiel, wenn ich hier stehen würde, würde der jetzt hierher gehen, um den Decoy unten nicht anzugreifen. Deswegen habe ich mich ja nicht bewegen dürfen. Okay. Mhm. Also der Vierer steht sehr schön, haut auf meinen Decoy drauf mit Angriff 1. Ich ziehe. Minus 1, kein Schaden, aber eine Wunde auf meinem Decoy. Und der nächste, kann ihn jemand zu meinem Decoy hinbewegen? Da geht ein Feld zu meinem Decoy hin. Haut auch drauf mit Angriff 1. Geht er wirklich ein Feld, oder warum bewegt er sich eigentlich nicht da drum herum? Es ist Hast nicht du nicht irgendwann mal gesagt, dass sie sich so bewegen, dass es auch Sinn macht nachher? Weil wenn sie zum Beispiel Fernkampfangriffe haben, gehen sie auch weg von den Leuten. Ja, und wenn er zwei Leute angreifen will, vielleicht würde er dann eher in eine Position gehen, wo er später zwei angreifen kann. Nein, das könnten die Regeln schwer vorsehen, wie ja, okay. Würde okay. Also da sind die Regeln eher simpel, und die sagen, wenn er seinen Angriff durchführen kann, dann ja. Kann ich auch voll ziehen. Oh, Entschuldigung. 1 plus 0, ein Schaden für mein Team. Mhm. Die Coil hat jetzt wieder 5 Leben. Den werde ich jetzt dauerheilen einfach. Der wird hier alles tanken die ganze Zeit. So, die Lurker sind damit fertig. Mhm. Und mit 50 ist die Trail dran. Mhm. Die holt sich wieder ein Retaliate ab, glaube ich. Nein, sie killt ihn ja. Jetzt, so, daher. Und mit Angriff 3 draufhauen. Der zieht, wenn jemand wieder. Woher wissen wir, wie stark die Trail ist? Es steht. Angriff 3 steht in dem. Okay. Sie macht 4 Punkte Schaden. Hier. Damit hat sie diesen Frostdämon hier gekillt. Na bitte, sie ist ja doch sinnvoll. Das ist das erste, was die Trail geleistet hat in diesem Spiel. Na, vorhin hat sie mir auch schon Schaden gemacht. Der Frostdämon macht damit keine Schaden mehr, und das war der Trail zu. Jetzt sind. Ah, er ist gar nicht dazu gekommen, gestunt zu sein. Schade eigentlich. Warum habt ihr jetzt den 1er auf die Trail draufgelegt? Achso, Entschuldigung. Ich dachte, das ist der Ablagestapel von den Dingern. Ja. Mit 58 sind wohl die Frostdämonen jetzt dran. So. Der 3er fängt an. Mhm. Der wird wohl den Blut angreifen, glaube ich. Der ist disarmed. Der Demon 3. Der 3 ist nicht disarmed. Der 5 ist disarmed. Dann. Okay, den 3 hat 3 Felder. Ja, hierher oder hierher bewegen? Wir können es uns aussuchen. Rein theoretisch, mir ist es lieber, wenn sie nebeneinander stehen. Ja, dann ja. Stellen wir daher. Nur der wird wegziehen. Ah, stimmt eigentlich. Also ist wurscht. Das ist okay. Das ist okay. Aber weiter weg von der Trail ist immer gut. Ja, ich stelle mich auch zwischen die Trail und ihn nachher. Ja, ja. Jetzt greift er mal den Brute an. 3 Schaden. Angriff 3 und plus 0, ja, 3 Schaden. Mhm. Eine Frage, wenn ich Busch habe, ja.
Komme ich von den Retaliate? Ja, das Push wird nachher Attack sein, nehme ich an. Ja. Wenn du einen Attack hast und dann einen Push, dann kriegst du einen Retaliate, weil der Retaliate kommt auf das Attack, wie er noch dasteht. Alles Wenn klar. du ihn zuerst Push und dann einen Fernkampfangriff gibst, dann... So, der Frostdämon 5 ist zwar disarmed, aber bewegen tut er sich trotzdem so, als ob er angreifen würde und sein Fokus ist der Quack hat, nachdem er jetzt so gut wie nicht hinkommt. Mhm. Wir können uns aussuchen, welches Feld... Stellt ihn ins Eck. Weil dann pushen wir ihn auf jeden Fall auf die Stiege, oder? Was sagst du, Michi? Oder kannst du dir aussuchen? Ich markiere schon zum 10.000. Mal. Ja, okay, so. Wenn ich ihn da habe. Achso, du willst die Box zerstören damit, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht, schauen wir mal. Weiß Jedenfalls nicht. Ergreift nicht an, weil ihn irgendjemand disarmt hat. Und der Zug ist beendet. Mhm. Und damit ist jetzt nur noch der Spellweaver dran. Na gut, ich mache meinen Attack 3 mit Range 2. Ich überlege gerade, rein theoretisch, ich kann mich nur 3 Felder bewegen, gell? Mit der unteren Hälfte vom Reviving Aether. Aber ich kann jumpen. Ha. Ja. Warte mal, 1, 2. Na, das ist trotzdem nicht gut. Ich habe mir nämlich überlegt, ob ich den Frostdämon 5 angreifen soll, aber werde ich nicht machen. Mach den Frostdämon 3. Nimm dir den Frostdämon 3. Ja, das Problem ist, ich würde neben ihm zu stehen kommen. Macht ja nichts. Ja, da habe ich aber Dings, da habe ich aber Disadvantage. Warum? Nee. Ach so, ja. Ja, ich will da stehen, damit er eher mich angreift als die Trial. Versteht ihr? Da ginge auch naja, noch. Naja, du kannst dich ja da herstellen und nächste Runde früher drankommen. Nein, nächste Runde mache ich eine Long Rest. Na, warte mal, bevor du das machst, ja, schau mal, wer da steht. Ja, ich weiß, der kriegt den Schaden eh ab. Das stimmt ja, schon. Ja, genau, bleib da einfach da stehen. Obwohl, wenn ein neuer Frostdämon entstehen würde, kann es sein, dass die Trail momentan noch Fokus ist. Aber... Ja, nein, ist wurscht. Ich stelle mich daher, greife den Frostdämonen 3 an und zwar mit den Eagle Eye Goggles. Habe ich die schon verwendet dieses Mal? Nein, natürlich nicht. Nein. Weil ich mache nächste Runde eher eine Long Rest. Ja, da kannst du es gleich verwenden. Warte mal, oder kannst du das mit deine Flasche verwenden auch, gell? Dann ist Stamina Potion, wenn du wieder Karten. Ja, das werde ich sicher noch brauchen. Das werde ich auf jeden Fall noch. Ich brauche die noch tausende Male eigentlich. Und greife ihn hier mal an. Schauen wir mal. Plus 1. Und nochmal plus 1. Na gut. 4 Punkte Schaden. 6 Punkte Schaden, weil ich habe plus 2. Ah ja. Welche war das? Postdemon 3? Mhm. Naja, dann hat er jetzt noch ein Leben. Hatte noch 7. Okay. Ich glaube, damit ist die Runde abgeschlossen. Die Windenergie geht auf Rennen. Wir gehen in Runde 5. Ja, und ich. Hat irgendwann die Karten dort, wo sie haben will. Ja, und ich drehe jetzt mal die eine Aufnahme.